Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Pandora. Natürlich nicht alleine, weil es sehr langweilig. Mit den beiden von Capcom TV. Hallo. Wir haben auch Namen. Wir zwei. Ted und Teddy. Genau. Kennen Sie schon Ted? Genau, kennen Sie schon Ted? Ja. Genau. In meiner Folge gibt es jetzt Module für die Powerfest. Genau, da schauen wir jetzt gleich auch immer eben vorbei, weil ich habe ja gar keine Power-Armo. In meiner Folge seht ihr auf jeden Fall, wie ich das aus der letzten Folge hier so ein bisschen gefixt habe. Uns ist aufgefallen, das funktionierte nicht, weil ich nur ein so ein Ding angeschlossen habe. Man braucht vier. Ist kein Thema. Läuft. Lappen. Ja, und wir haben schon 10 Bedrock abgebaut. 10 Bedrock, ist ja gelogen. 10 Bedrock Dust. Lügner. Mal ein bisschen. Ich hatte vorhin hier noch ein Loch in der Decke. Nimm nur das Portal, wenn du nach oben willst. Ja. Zu einfach. So. Und da machen wir jetzt mal eben, Steel. Nein, nicht Stealth, Steel. So. Ja. Ich habe jetzt diese Schießleuchten. Weil aus Bedrock Dust kann man, abgesehen davon, dass man die Gears machen kann und sowas, die keinen Lubrikant brauchen, auch ganz anderen witzigen Kram machen. Ich glaube, ich mache den grau. Grün. Sieht cool aus. So. Tu mit deinem Grün. Grün, alles muss grün sein. Boah, das da braucht aber. Das braucht länger. Drei Iron Ingots sind so ein komisches Viech. So, machen wir uns erstmal zwei Barren. Ja, jetzt sollte ich mir erstmal so ein wildes Terminal machen. Hättest du das gedacht? Das Bedrock, das kannst du Bedrock machen. Was? Nein. Doch. Das wäre ja totaler Unsinn. Ja, aber es ist eigentlich total cool. Du kannst Bedrock machen, den du in der Welt platzieren kannst. Ja, das stimmt. Das ist echt cool. Das ist voll gemein. Geht so. Voll die Cheaterei, ey. Ich finde das voll gut. So, das dauert ein bisschen, bis die beiden Barren durchgeschmolzen sind. Ist halt Bedrock. In der Zeit passiert nichts. Was ist in den... Achso, hier machst du auch einen Duction-Smelter. Das geht ja auch in den Blast Furnace. Genau, aber den Blast Furnace, den musst du mit einem Friction Heater auf 1000 Grad bringen. Oh Gott. Und das ist gar nicht so einfach, aber das zeige ich auch nochmal irgendwann, weil dann brennt das Ding mal ganz ordentlich durch. Oh, nee. Okay, der erste Ingot ist schon fertig. Richtig, oder? Das ist ja voll kompliziert. Ja. Ja, Fluid ich weiß nicht, ob das. Was war nochmal Fluidstars, das Rezept für? Was für ein Ding? Fluidstars. Boah. Fluidstars ist Electrum Dust mit Redstone angereichert. Nee. Glaube ich. Ach nee, Fluidstars für. Deertus Quartz Dust, Nether Quartz Dust und Redstone. Was ich meinte, war der andere Staub da. Nee. Genau. Diesmal nochmal kurz relativ am Anfang der Folge. Heute ist Donnerstag. Heute ja, Abend. Bei mir wahrscheinlich nicht, aber egal. Also bei mir ist heute Donnerstag. Teddy wohnt in einer anderen Zeitzone. Ja. Heute Abend, 19 Uhr, 19.30 Uhr, so in der Kante. Livestream. Einschalten. Link ist im Banner, ja, unten blöden. Rechts, Twitch. Ansonsten solltet ihr es verpassen, also nicht verpassen wollen, ne? Twitter. Naja, was war Twitter nochmal? Twitter. Ja, ich finde Twitter total praktisch, also ich bin totaler Social-Media-Muffel. Muss ich euch erstmal folgen? Ja. Nein, ich bin wirklich ein totaler Social-Media-Muffel, aber Twitter finde ich cool. Das ist ja dumm. Gerade für solche Sachen. Also ich bin kein Facebook-Freund und alles andere finde ich alles ein bisschen Käse, aber Twitter geht. Twitter finde ich praktisch. Ach du Heilige. Da, zwei Barren fertig. So, und jetzt hauen wir mal hier ein bisschen auf die Kacke, glaube ich. Ach ja, ich muss nicht erwähnen, dass Bedrock Werkzeuge und Waffen unzerstörbar sind, ne? Wie denn? Du hast einen Bedrock-Breaker. Was bringen wir eigentlich diese Tonnen darin? Bitte? Das würde mich sehr interessieren, was diese dolen Produkte dir bringen aus Bedrock. Kommst du her, zeige ich dir. Ne. So schon mal nicht. Wo bist du denn? Kommen Sie ran hier. Iron. Ich brauche Iron. Komm, sehr gute Frau. Ja. Aber drei.
Also, nein, die Bedrock-Sachen sind wirklich ganz cool, weil das Schwert hat einen Basisschaden von 12. Looting 5 und Sharpness 5. Hä? Die Pickaxe ist einfach unglaublich schnell und hat Silk Touch. Die Axt macht mit einem Schlag alle Bäume, die Kurz, irgendwie connecten. kurze Zwischenfrage. Ja. Dieses ME Wireless Access Terminal brauche ich zweimal, oder? Nein, das Ding ist nur, Nö. damit du mit einer Fernbedienung drauf zugreifen kannst. Es verbindet nicht zwei ME-Systeme miteinander. Ja, aber wenn Nein. ich es in der Powerfest habe, dann brauche ich es auch in Du dem brauchst einen Access ME-System. Point. Access Was? Point. Access Point? Was ist das denn? Ja. Hä? Was ist wohl ein Access Point? Teddy, darf ich dich mal hauen? Wie sieht wie her? Wie geht das? Ich klicke ME links Wireless und Access. treffe dich. Nee. Ein ME Wireless Access Terminal for Access Point. A, C, ME C. Wireless. Ja, rechte schon. Darf ich dich Access hauen? Terminal. Ah. Stefan, willst ME du den ganzen Wireless. Weg nochmal laufen? ME Wireless Nein. Access Point. Ja. Ah, okay. Ja. So, darf ich dich immer hauen? Also ich denke Ja. nicht, dass ich durch deine Rüstung durchkomme, aber. Oh mein. Naja, nichts passiert. Nichts Ein Schaden. passiert, ist ja gut Ja, jetzt. komm, durch die Power Armor ein Schaden. Dem muss ich dann da oben reinknallen, das Ding da, ne? Naja, das geht schon hin. Wie bin ich denn jetzt hier Das ging gelandet? schneller. Ja, rate mal. Nee, aber sehr cool. Das Schwert wird mir auf jeden Fall schon mal gute Dienste leisten, weil ich hatte nämlich kein Schwert mehr. Oho, ich hatte kein Schwert mehr. Nur mal so, ne? Ne? Was denn? Jetzt mal mein Schwert. Jetzt mal mein Schwert halten. Nee, danke. Hier mal So, angeben will, ne? Base Schaden 18. Boah. Looting, ja, Looting ist nur 3. Sharpness oder sowas? Ja, natürlich. Schaden ist so viel wie geht. Ja. Okay, jetzt haben wir hier wieder zwei Bedrock abgebaut. Wir haben, Was mache ja. ich mit dem ME, weil das Ding? Irgendwann ein ME-System anschließen. Du kannst mit der Fernbedienung nur innerhalb der Reichweite des Axes zugreifen. Ah, jetzt kann ich zugreifen. Alles klar. So. Danke. Also, wir haben die Vermutung, dass das Ding hier. Ach ne, es sind sogar drei tief. Nur drei tief abbauen kann. Und deswegen irgendwann die Arbeit einstellt. Und deswegen setzen wir sie jetzt halt nach ganz unten. Ich rede Und heute dann hier sollte richtig ich mich viel. da nicht mehr drum kümmern müssen. Okay, danke. Ach, das war doof. Immer noch doof. 16 Stück, ne? Was, 16 von diesen Dingern, Das ist oder richtig. was? Kannst Upgrades? 16 Range Upgrades anfangen. Wie groß ist denn die Range jetzt? Wahrscheinlich 0, oder? Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit 16 Range Upgrades ist gerade verdoppelt. Okay. Was wollte ich auch machen? Ah ja. Ich noch welche von den Sogen So, und dann hier wieder das Das sehe ich nicht. Evil Gear hin. Ah, Ding, Dings. Das heißt, das Ding sollte drehen, die drehen noch nicht, weil sie noch falsch rum sind. Sehr gut. Zack, zack, oh, es ist eine interessante Folge hier. So, yep, das Ding hat wieder Dampf. Sind die ganze Zeit wie Sachen braucht. Yay! So, das wird schon weiterarbeiten, weil ich will auf jeden Fall die anderen tollen Items noch haben. So. Diese kleine Lubrikant, ach ja, Vorsicht, nicht zu nah an die Dinger kommen, die macht Damage. Diese kleine Lubrikantfarm, die ich oben gebaut habe, reicht auf jeden Fall aus, um das hier zu versorgen und immer noch Überschuss zu produzieren. Also ich würde auch Wow. behaupten, den Aufbau kriegen wir nochmal damit versorgt. Ja, wachsen die Lubrikantpflanzen schnell genug? Ja, tut sie. Also ich meine, solange du deinen Backlog hast in deinem Fass, ne? Ist natürlich Ach eine so, Sache. ja, stimmt, richtig. Müssen wir mal kurz gucken, ob das Fass sich noch. Aber das Fass sollte sich eigentlich füllen. Ja, gut, sind fast 4000 noch drin. Warte, ich guck mal eben. Also der Grinder sollte weniger verbrauchen, als die Farm hergibt. Ja, vorhin war es noch auf 60, 6, 60 Stacks. Ja, dann. Kommt auf jeden Fall mehr mit dabei. Aber wir können mal kurz hier, wenn du willst, mal eben hier an der Farm die Fackel zeigen. Hat ja unten nicht ganz so gut geklappt, da war der Effekt ja nicht so gut zu sehen. Moment.
Da habe ich sie. Stell sie mal hin und dann schaut euch das mal an. Also das ist abgefahren. Dartcraft OP. Ja, genau. Ja, so werde ich die Folge nennen. Na, ich weiß nicht, ob von hier aus die. Doch, da, da. Doch, doch. So, seht ihr das? So, hier. Die wachsen so ein bisschen schneller, sagst du? Ja, aber nur minimal. Das ist abgefahren. Das ist total abgefahren. Aber das ist ja nicht nur Pflanzen, die er damit schneller macht. Nee, er macht alles damit schneller. Er erhöht die komplette Tickrate. Das Ding ist absolut unglaublich. Man Ist so sollte toll. aber nur in einem bestimmten Bereich, und man sollte nicht unbedingt Zombies in einem Haus haben. Ja, Creeper ins explodieren auch instant. Soll ich ihn mal eben noch mal runterschicken? Oder wolltest du noch was erklären? Nee, mach mal. Dieser Zauber ist mal extrem praktisch. Naja, wie ihr seht, wie gesagt, das Ding füllt sich auf jeden Fall. Das klappt. Wir kriegen unseren Bedrock hier zusammen. Für dieses ganze tolle Werkzeug. Das dauert natürlich ewig, aber scheiß drauf. Das läuft schon nach durch. Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute seit letzter Folge eigentlich denken: Wieso zeige ich da eigentlich sowas wie dieses Zauber? Super. Ich habe dich nicht gehört, mir ist mein Stöpsel aus dem Ohr gefallen. Ah, Gerade gesagt, hoppla. Wahrscheinlich fragen sich die Leute seit der letzten Folge: Wieso zeige ich da nicht mehr so diese Zauber und sowas? Diese Time Torch, wie hat er die hergestellt? Was hat er damit gemacht? ist doch unwichtig, das will doch keiner von euch sehen, oder? Ja, genau. Wie geht das? Hä? Hä? Wie hat er Ja, bloß das die erklären Powerquest wir. gecraftet, die er schon hatte? Ja, das Hä? erklären wir auf jeden Fall auch mal in irgendeiner der Folgen. Habe ich ein Ted's Haus gefunden? Die lag da rum. Ja. Natürlich, mit mir vor allem. Ja, nee, voll cool. Das funktioniert. Ich kriege meine Werkzeuge, ich kriege meine nicht lubrikant brauchenden Gears. Waterycraft läuft. Nächstes Projekt, Waterycraft wird der Extraktor Sachen verachtfachen. So, Teddy, du wolltest was sagen. Echt? Ja. Ich Okay. gebe ab an Teddy. Hallo. Bevor du das machst, hatten die noch einen anderen Vorteil, die Bedrock Gears Shafts? Sie Du hattest irgendwas verbrauchen gesagt, keinen. du hast irgendwas mit Kraft gesagt? Sie sind halt über. Entschuldigung, hatte ich als selbstverständlich da genommen. Sie sind unzerstörbar. Ja, Diamant Gears gehen halt manchmal kaputt. Genau, also wenn Wenn man zu viel Kraft oder zu viel Speed drauf gibt, je nachdem wie viele Engines man anschließt, man kann ja mehrere Engines aneinander koppeln, kann das in der Tat zu viel Kraft sein, dass selbst Diamantgears zerbersten. Ja, genau. Und das ist nicht witzig. Und weil die Dinger nämlich scheiße teuer sind. Also an Diamanten. Also in Modded Minecraft sind Diamanten jetzt keine Mangelware, aber mal eben so einen halben Stack vernichten ist trotzdem doof. Dezent. Ein bisschen Kacke. So, bei Bedrock ist egal. Die können alles an Energie. Da könnt ihr 47 Trillionen Engines anschließen. Das kriegen die hin. Die brauchen keinen Lubrikant. Die sind einfach da. Die existieren einfach. Genau. Dauert natürlich auch einen Moment. Da wirft eine Enderperlen und verschwindet und taucht auf und verschwindet. Der hat Dauert richtig natürlich auch Spaß etwas, dabei. um genug Bedrock zusammenzukriegen. Passiert. So, wie gesagt, nächstes Projekt wird der Extraktor verachtfachen. Und dann werde ich hier zwischendurch, denke ich, schon mal so ein, zwei Bienenhäuser hinsetzen, um mit den Bäumen weiterzumachen. Dafür habe ich die Fläche hier gemacht. Ach ja, dieser tolle Wasserfall, den ihr hier seht, den hier, den habe ich so gesetzt, weil ich erstens die ganze Geschichte nicht komplett auf Bedrock bauen wollte, weil man da so schlecht sehen kann, dass es so dunkel ist und das auf YouTube-Videos immer ein bisschen Mist ist. Diese Wasserräder brauchen aber 64 Blöcke Wasser über sich. Deswegen musste ich das hier ein bisschen höher machen. Ich gucke mal, dass ich das ein bisschen mit Glas einfasse und ein bisschen schicker mache und so. Vielleicht ziehe ich es einfach auch komplett ums gesamte Grundstück. Also. Warum nicht? So, Sieht bestimmt Plasmakanone. gut aus. Alter, yo. Teddy So. verzweifelt ein bisschen. Kommen wir zu was anderem. Plasmakanonen. Pfeil und Bogen Kajo. digitiert zu Was? Plasmakanone. Was? Ja. Campingfeuer digitiert zu So Waldbrand. richtig. Oh Mann, Alter. Diese alten Sachen. Diese alten Sachen Ich mit finde seinen es echten trotzdem voll. Nasenzähnen. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Ich finde es aber trotzdem witzig. Ach ja, und jetzt seht ihr hier auch endlich mal das, was Teddy in der letzten Folge schon sagte. Hat da einer mit Lampen übertrieben? Ja, hat er. Bisschen. Guckst du mir zu? Du hast übertrieben. Ein wenig. Finde ich aber nicht schlimm. Also Ich man kann finde das es hier und da mal ein bisschen schrecklich. ausdüngen, aber.
Das hast du mich gar Schräg. nicht mitgekriegt. Ich hatte vorhin eine Magnum Torch unten reingesetzt, ne? Doch, doch, die hatte ich gesehen. Ich hatte noch nichts dazu gesagt. So. Die habe ich so am Rande, habe ich sie wahrgenommen. Ach ja, Kraften ist so toll. Ja, hier der Fuchs, da können wir auch mal kurz rüberfliegen. Was? Der Ich habe mich Fuchs hat nämlich aufgeräumt. seine. Ich habe mich aufgeräumt. Oh nein, ich habe das Geschirr da noch liegen. Nein, der Fuchs hat seine Hütte ein bisschen schöner gemacht. Ein Die kennt er, bisschen. glaube ich, noch gar nicht. Also die ist Aber aus einem richtig, guten Haus. also. Er hat sie endlich schön gemacht. Ja, Ja, einfach genau. schön her. Von außen ist die auf jeden Fall schon mal ganz knorke. Ja, bis ich aber innen fertig bin, das kann noch dauern. Ja gut, wir haben ja noch Zeit. Rennt ja nicht weg. Aber hier das mit dem Wasserfall und so, das finde ich schon ganz schön. Hier die Schisselt-Sachen. Schisselt ist im Übrigen für diese ganzen Optik-Sachen mal echt cool. 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 Voll toll. Yay. Richtig überzeugt. Ja, nein, ich, so bin ich. Richtig überzeugt. Oh ja. Schon immer gewesen. Jo, jo, so. Ja, dann, das war es eigentlich auch schon fast wieder von meiner Seite. Ich habe alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich muss jetzt wieder ein bisschen was vorbereiten für die nächste Folge, damit da nicht so, ne, so ätzenden Kram. Genau, da kommt nämlich die nächste Frage. Ab in die Comments damit. Wollt ihr diese Vorbereitung? Wollt ihr die sehen? Soll ich die weglassen? Ansonsten nehme ich sie mit auf und ihr könnt euch das angucken, wie ich hier absolut komplett faile. Also, wenn ihr mich mal ragen sehen wollt, dann guckt mal beim Craften zu. Oder bei Jump'n'Run. Das ist, kommt auf Oh Setting raus. ja. Ich habe auch übrigens vorgenommen, mit dir irgendwann mal Syndicate Games aufzunehmen. Ja, und ich habe mir vorgenommen, das mit dir nicht zu tun. Oldes Mal gucken, Beispiel. wer von uns beiden das durchhält. Nein, vielleicht lasse ich mich dazu irgendwann mal breitschlagen. Leopardron Crystal? Ein Leopardron Crystal? Ganz ruhig. Und wenn ihr glaubt, das ist Rachen. Du mich verarschen! Genau, so klingt's besser. Ich Ja, mach das was jetzt wollte doch zu Ende, leck mich alle am Arsch. Fax es ist. Ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus war es das. Ich habe Hä? das, hab alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich, wie gesagt, wenn ihr das gecraft und die Vorbereitung mitsehen wollt, sagt Bescheid, dann nehme ich sie einfach mit auf. Ansonsten bereite ich immer ein bisschen was vor und zeige das dann. Und dann ist das alles ein bisschen spannender, finde ich. Wie gesagt, aber sagt mir eure Meinung. Vielleicht überspringe ich auch Sachen, die ihr für wichtig erachtet. Ansonsten heute Abend Livestream, unbedingt reingucken. Also Dann meine können wir einfach Opa-Karte auch mal so direkt ein abschließen. bisschen quatschen, weil wir dann ja auch den Live-Chat haben. La la la, ich rede einfach. Das beschämt. Guckt bei den anderen auf jeden Fall mit rein, auch bei Teddy. Ich gerade gedacht habe, oh mein Gott, heute Abend, was? Ja, jetzt noch. Du bist so Bob. Nein, das habe ich gerade schon gesagt. Ich habe dich nur nicht unterbrochen. So, sehr schön. Ja, schaut bei den anderen vorbei, die machen auch coolen Stuff. Nicht so cool wie wir, aber annehmbar. Ja, die gleichen Sprüche. Ja, natürlich. Hast du ein Problem damit? Ja. So, Das ist schaut bei allen Routine. anderen vorbei, nur nicht bei Teddy. Hey. Deswegen steht sein Link auch in der Beschreibung drin. Ja, genau. Damit ihr da Unter nicht dieser Folge draufklickt. nicht. Steht da so ein Absatz, hier nicht draufklicken. Nein, schaut auch bei Teddy vorbei, guckt es euch an, wenn es euch gefällt. Lasst da auch mal einen Daumen hoch da. Je mehr Natürlich. Daumen hoch der Teddy hat, desto cooler ist mein Video. Das Prinzip kennt ihr schon. Das ist so geil, ne? Und ja, ich würde sagen, bis heute Nee, noch Abend. nicht. Warte, 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 warte. nein, ich muss noch warten, aber also wir sehen uns heute Abend auf jeden Fall. Hä? Könnt ihr mir Okay, auch Fragen stellen, Moment. wenn ihr hier noch wissen wollt, wie das funktioniert, schreibt mich dann einfach im Chat an und wenn, sobald ich sehe, werde ich es beantworten und euch auch zeigen können. Das ist eigentlich total cool. Jetzt müssen wir nur warten, dass der Teddy noch so ein bisschen fertig wird. Ich bin gespannt, was macht denn der Teddy da? Warum kann ich mir... Ich habe genau dieses Rezept hier genommen, es funktioniert nicht. Was macht der Teddy da eigentlich? Und es ist Sharp Crafting irgendwas anderes? Nee, ne? Shaped. Ach ja, Okay. PS, bevor ich es vergesse, ne, so ein Abo tut auch keinem weh. Hallo? Shape Crafting irgendwas anderes? Hallo? Ja, Moment, gib mir eine Sekunde. Hepatonkürzel und zwei Rings. Ist doch richtig. Ist doch richtig. Ganz kurz schauen, was müssen wir machen? Ein HP-Dingens? Ja, ich hab die. Was? So, aber meine Zuschauer Körperhypnose. haben überhaupt nichts mehr zu gucken, deswegen bin ich jetzt raus. Tschüss, bis gleich. Tschüss. Guckt euch den Rest von mir an. Wie auch Genau, und dann Arschlöcher. jetzt umschalten. Behind the scenes. Ciao.